Guten Abend. Ich bin Ayan Batutovan, die Direktorin des Deutsch-Französischen Kulturinstituts. Die Diskussion heute Abend wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Politikwissenschaft der Universität organisiert. Danke an Gabriele Abels für die stets fruchtbare Zusammenarbeit. Danke an meine Kolleginnen in der Botschaft für ihre Hilfe. Ich danke auch sehr herzlich unsere Referentinnen Felix Butin von Ministerium für Europa und Auswärtige Angelegenheiten in Paris, Berater im Planungsstab, der uns seine Gedanken zu diesen Fragen mitteilt. Dr. Johanna Möhring, assoziiertes Mitglied am Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies der Universität Bonn. Und an unserem Moderator, Professor Dr. Thomas Dietz, Professor für internationale Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen. Die Situation und die Zukunft der Ukraine ist ein zentrales und sehr wichtiges Thema, ein Jahr nach dem Beginn von Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Wie sieht die europäische Solidarität mit der Ukraine auf französischer, deutscher und deutsch-französischer Seite aus? Das ist, dem Thema von heute Abend. Ich wollte mich nochmal bedanken, auch am Land Baden-Württemberg für die Unterstützung für die Organisation dieser Diskussionsreihe. Ich gebe das Wort weiter zu Gabriele Abels. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Heiße Sie auch alle herzlich willkommen zur Fortsetzung einer Reihe, die wir mal Grund zur Freude genannt haben. Das Freude setzt sich zusammen aus Frankreich, EU und Deutschland. Wir haben natürlich gezögert, ob wir das in diese Reihe stellen, weil das Motto so missverständlich ist, weil der Anlass, das Thema des heutigen Abends ist natürlich alles andere als ein Grund zur Freude. Ich freue mich gleichwohl, dass wir die gute Kooperation zwischen dem Institut Culturel Franco-Allemand und dem Institut für Politikwissenschaft und anderen Mitveranstaltern auch fortsetzen können. Ich habe nämlich nicht nur meinen Hut als Professorin für deutsche und europäische Politik auf, sondern ich bin in Tübingen auch Kreisvorsitzende der Europa-Union. Die Europa-Union ist ein überparteilicher Verband, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für die Idee der europäischen Integration, für die Förderung der Integration, für Völkerverständigung einsetzt. Und Mitveranstalter ist auch der Jugendverband der Europa-Union. Das ist die sogenannte JEF, die jungen europäischen Föderalistinnen und Föderalisten. Und zu guter Letzt ist auch das Europazentrum in Baden-Württemberg wieder Mitveranstalter und Unterstützer der Vortragsreihe. Und damit will ich es auch schon bewenden lassen. Mich bedanken schon an dieser Stelle auch mal bei unseren beiden Referentinnen, unserem Referenten und auch bei dem Kollegen Thomas Dietz für die Moderation. Du hast das Wort, Thomas. Danke. Ja, vielen Dank, Gabi. Vielen Dank, Frau Batutovan. Ich freue mich, das ist für mich eine Art Premiere. Ich habe bisher wenig Kontakt gehabt zum Deutsch-Französischen Kulturinstitut. Das muss zu meiner Schande gestehen, dass meine Französischkenntnisse für dieses Institut vermutlich nicht ausreichend sind und ich vielleicht deswegen mal Nutznießer des Institutes auch werden sollte und seiner Kurse. Aber ich bin ja nicht da, um heute meine Französischkenntnisse zu diskutieren. Wir sind hier heute, um die Konsequenzen aus dem russischen Angriff auf die Ukraine für die Europäische Union und deren Sicherheitspolitik und insbesondere auch die deutsch-französischen Beziehungen zu diskutieren. Es ist nun über ein Jahr und ein Monat her, dass Russland die Ukraine erneut überfallen hat. Und wir haben das ja in vielfältiger Weise schon diskutiert, die Konsequenzen dieses Krieges diskutiert. Aber es ist interessant, dass wenn wir das diskutieren und gerade sicherheitspolitisch diskutieren, der Fokus doch sehr stark auf der NATO liegt und die Konsequenzen für die NATO und die neuen Mitglieder oder die Mitglieder werden wollen auf der NATO
Und wenn wir die Europäische Union uns anschauen oder die dann diskutieren in diesem Zusammenhang, dann vor allem im Hinblick auf Sanktionen oder auch Energiesicherheit, aber doch recht wenig, was jetzt gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht oder gar den strategischen Kompass, der ja gerade Präsident Macron so am Herzen lag, oder die PESCO, die dauerhafte strukturierte Zusammenarbeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen. All das sind Dinge, die im Zuge dieses Krieges eigentlich gar nicht so sehr im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stehen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die Interessen mancher mittel- und osteuropäischer Staaten andere sind wie die Deutschlands und Frankreichs. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, und das werden wir, denke ich, diskutieren können heute, dass es zwischen Deutschland und Frankreich in den vergangenen Jahren nicht immer ganz so rund lief, wie wir das vielleicht erhoffen würden. Und das ist natürlich auch ein Problem eben für die EU als Ganzes, für weitere Integrationsfortschritte. Nicht umsonst ist ja immer wieder vom deutsch-französischen Motor die Rede und dass, wenn der zu stottern beginnt, dann auch die Europäische Union zu stottern beginnt. Das ist aber jetzt nicht nur ein Problem vielleicht der letzten Jahre. In der Verteidigungspolitik gab es natürlich schon immer auch Spannungsfelder zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich war traditionell eher auf europäische Autonomie bedacht, ist ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat mit Vetorecht, stolz auch auf die nationalen Verteidigungskapazitäten in Frankreich. Deutschland ist stärker transatlantisch ausgerichtet, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie das früher die Briten als EU-Mitglied waren. Es hat ein Selbstverständnis als Zivilmacht. Rüstungsindustrie spielt weniger eine Rolle, vielleicht eher könnte man fast ein bisschen zynisch sagen, für den Export und nicht sozusagen für die eigene Nutzung. Unter diesen Vorzeichen, denke ich, ist es wichtig zu fragen, was der Krieg in der Ukraine bedeutet für die deutsch-französische Kooperation und für die Fortentwicklung der EU und Sicherheits- und Verteidigungspolitik insgesamt. Welche Politik verfolgen Frankreich und Deutschland? Wie gut funktioniert in diesem Kontext das deutsch-französische Tandem? Wie groß sind die Konflikte und auch die Überschneidungen zwischen Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz? Und wie agieren beide Staaten im Rahmen der EU, um die Ukraine zu unterstützen? Das wollen wir heute diskutieren. Und wir haben zwei extrem illustre Gäste, die wie keine andere Gäste sagen, geeignet sind, um diese Themen zu diskutieren. Wir haben zum einen als Gast Frau Johanna Möhring. Sie ist eine, kann man sagen, eine echte deutsch-französische Grenzgängerin, die sich vor allem für strategische Fragen interessiert und dabei vor allem auch mit Russland beschäftigt hat. Frau Dr. Möhring hat in Konstanz studiert und an der School of Advanced International Studies. Ich habe selbst einmal ein Jahr in Baltimore an der Johns Hopkins University verbracht. Ich kann sagen, sei es ist Teil von Johns Hopkins, von daher verbindet uns da etwas. Sie hat promoviert an der Université Paris Panthéon Assas in Politikwissenschaft mit einer Dissertation über die Verteidigungszusammenarbeit in Europa, besitzt aber auch ein Diplom in russischer Sprache und Zivilisation, das sie in Paris erworben hat. Sie ist assoziierte Forscherin am Centre Thucydide in Paris und unterrichtet an der Sciences Po in Grenoble und ist außerdem Mitbegründerin und Botschafterin von Women in International Security France und war von 2018 bis 2022 dessen Präsidentin. Sie sehen also, sie ist jemand, die wie keine andere quasi prädestiniert ist, um uns hier Auskunft zu geben und mit uns zu diskutieren. Sie ist jetzt assoziiert in Bonn mit dem dortigen Zentrum für
Ich kriege das jetzt gar nicht mehr richtig zusammen. Ich habe das irgendwie weggelöscht aus meinen Unterlagen. Das strategische Studien und Sicherheitspolitik oder so ähnlich. Also Sie können das dann noch einmal kurz wiederholen. Und dann haben wir Felix Bütin, der Berater ist im Planungsstab des Ministeriums für Europa und Auswärtige Angelegenheiten, in Paris natürlich. Auch er ist prädestiniert, hier mit uns zu diskutieren. Er hat einen bilingualen Master, einen deutsch-französischen Master gemacht an der Sciences Po. Ich weiß nicht, ob Stuttgart der Gegenpart, nicht, er war nicht der Gegenpart, also das habe ich jetzt nicht rausfinden können, aber es ist der deutsch-französische Master gewesen mit einem Schwerpunkt in Konflikt und Sicherheit. In diesem Zusammenhang war er auch an der Karls-Universität in Prag und hat dann später noch einmal einen Master in St. Gallen in internationalen Beziehungen und Governance draufgesetzt. Er hat unterrichtet an der Sciences Po und der ESCP Business School in Paris und ist nun seit 2008 als Botschafter im Staatsdienst, hat angefangen mit Serbien, Kosovo, NATO, später Italien, war aber in den letzten 5 Jahren eher thematisch zuständig für die Bereiche Sicherheitspolitik, Strategie, Verteidigung und auch Abrüstung. Auch ihm ein herzliches Willkommen. Ich habe beide gebeten, so etwa 10 Minuten vorzubereiten als ersten Input mit den Fragen, die ich schon skizziert habe, bevor ich beide vorgestellt habe. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Frau Möhring und nehmen dann Herrn Bütin und dann schauen wir, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen, bevor wir dann öffnen für Fragen aus dem großen Rund heute Abend. Frau Möhring, ich würde Ihnen dann das Wort übergeben. Dankeschön. Guten Abend. Ich freue mich sehr, an der Veranstaltungsreihe Grund zur Freude, Frankreich, die EU und Deutschland teilnehmen zu können und mit Felix Bütin und ihm zu diskutieren. Also erstmal Glückwunsch an die Organisatoren für den genialen Titel und herzlichen Dank für die Einladung und danke Ihnen, besonders Herr Professor Dietz, für Ihre freundliche Vorstellung. Also das Forschungsinstitut, an dem ich jetzt angeknüpft bin, hat einen sehr schönen französisch kompatiblen Namen, das CASIS, Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz in eigener Sache. Ich soll ja heute Abend versuchen, die deutsche Position darzustellen, muss aber betonen, dass ich in Frankreich lebe und sich mein Blick notwendigerweise von außen auf Deutschland richtet, obwohl ich ein wahres Kind des Landes Baden-Württemberg bin. Also das nur vorab. Mein Eingangsstatement möchte ein Thesen-Dreiklang versuchen, um uns ein bisschen warm zu laufen, was also Deutschland und die deutsch-französischen Beziehungen und die EU unter dem Eindruck des russischen Kriegs gegen die Ukraine betrifft. Meine erste These wäre, dass der russische Angriffskrieg wirklich wie ein Zerstörer außenpolitischer Gewissheiten wirkt, die normalerweise das Verhalten sowohl von Deutschland und von Frankreich konditioniert haben. Und auf der deutschen Seite lässt sich aber erstaunlich viel Kontinuität erkennen. Und besonders was die institutionellen Schwierigkeiten, vielleicht auch die Unmöglichkeit für Deutschland betrifft, strategisch zu denken und zu handeln. Meine zweite These hat mit den deutsch-französischen Beziehungen zu tun. Und da kann man, wie Sie schon gesagt haben, Herr Professor Dietz, feststellen, dass dieses Schlüsselverhältnis für Europa derzeit eine heftige Krise durchlebt. Und hier würde meine These sein, dass der Krieg wirklich alles Potenzial hat, einen dauerhaften Achsenbruch zwischen Berlin und Paris herbeizuführen. Und mein dritter Punkt, also das bezieht sich auf die Veränderung der EU unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs, da lässt sich für mich erkennen, dass die strategische Autonomie wirklich Gefahr läuft, Opfer des Angriffskriegs zu werden. Und ich würde auch erwarten, dass sich die EU qualitativ verändert und dass sie im Zuge der veränderten Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik euroatlantischer und imperialer wird. Also ich versuche jetzt auf diese
drei Thesen noch etwas mehr in Detail einzugehen. Also was den ersten Punkt betrifft, also dass quasi der Krieg die Rahmenbedingungen zerstört und zerschlägt und plötzlich die Länder gezwungen sind, sich neu zu finden. Also beide Länder haben wirklich ihre geopolitischen Nordsterne verloren auf unterschiedliche Weise. Für Deutschland geht da eine geoökonomische Vision verloren, also die Idee, dass man eben Wandel durch Annäherung und erzeugen kann. Für Frankreich eher eine geopolitische Version, und zwar die Russland als normales Land, als funktionierendes Mitglied der internationalen Gemeinschaft braucht, um seine Vorstellung zum Beispiel von strategischer Autonomie in der EU umzusetzen. Deutschland hat auf Russland als Lieferant preiswerter Energie gesetzt und damit eine ökonomische und politische Abhängigkeit für sich und Europa erzeugt und mit riesigen Kosten, menschlichen, ökonomischen und politischen Kosten, für die Ukraine natürlich besonders, aber für Europa und die Welt. Und ich hoffe sehr, dass Deutschland in der Lage sein wird, über diese Konsequenzen seiner Politik auch kritisch nachzudenken. Wie hat nun Deutschland reagiert auf den Krieg, auf den Kriegsausbruch? Also es lässt sich erkennen, massive ökonomische und nach zögerlichen Beginn auch substanzielle militärische Unterstützung der Ukraine. Aber hat denn die angekündigte Zeitenwende wirklich stattgefunden? Also Deutschland betont ja immer wieder, genauso wie Frankreich, dass es sich nicht im Krieg mit Russland befindet. Aber das verhindert meiner Meinung nach auch eine gewisse Priorisierung seiner Handlungen. Man hat eine wirkliche Urgency, also wirklich eine Dringlichkeit gespürt im Februar letzten Jahres, um die Zeitenwende-Rede des Kanzlers herum. Und jetzt, ein Jahr später, plus muss man doch feststellen, dass sich so eine fast eine gewisse Routine und eingeschlichen hat und dass die Bürokratie wieder die Oberhand gewonnen hat. Zum Beispiel, was das langsame Tempo der Vorbereitung der Rüstungsindustrie auf einer Hochfahren der Produktion betrifft. Wir haben die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högel, gehört vor ein paar Tagen. Der Bundeswehr fehlt es an allem. Also wir sind immerhin schon einige Monate in einem Zeitenwendezustand. Und der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat es auch gesagt, Streitkräfte nicht verteidigungsfähig. Wir sehen also gewisse Kontinuitäten, also die Schwierigkeit, in strategisch zu denken und zu handeln. Das ist wirklich auch meiner Meinung nach der Natur des deutschen politischen Systems geschuldet, was wirklich die Energie auf die Innenpolitik konzentriert und weitblickendes außenpolitisches Handeln im Rahmen der EU wirklich erschwert. Aber gleichzeitig findet sehr wohl und sehr sichtbar eine Verfolgung nationaler ökonomischer Interessen auf internationaler Ebene statt von Deutschland. Also Stichwort USA und China, die wieder Abhängigkeiten erzeugen und die auch Deutschland schaden, weil sie eben als innerhalb von Europa erscheint eben Deutschland als Partner nicht sehr glaubwürdig und nicht sehr vertrauenswürdig. Also die Frage ist, die wir uns vielleicht stellen können, was ist von dem deutschen Credo übrig geblieben, dass die EU und die NATO zentrale Pfeiler der deutschen Außenpolitik darstellen. Jetzt zum zweiten Punkt der Krise des deutschen-französischen Verhältnisses. Also natürlich nichts Neues und ja, traurig. Definitiv gab es beim 60. Geburtstag vom Élysée-Vertrag im Februar Cola Light statt Champagner. Es ist ein wirklich heftiger Streit um die Führung in der EU entbrannt. Es geht um wirtschaftliche und politische Orientierung und um viel Geld auch. Die Streitpunkte sind zum Beispiel erneuerbare Energien, gehört die Atomkraft da hinzu, das Auto, unser Totem-Verbrennungsmotor, dann aber auch europäische Luft- und Raketenabwehr, also dieses European Sky Shield Initiative unter deutscher Ägide mit amerikanischen und israelischen Komponenten statt französischen Möglichkeiten zu nutzen. Rüstungsprojekte wie der FCAS oder Main Ground Combat System, die wirklich auch nicht sehr gut vorankommen, um nur einige Streitpunkte zu nennen. Und all diese Points de Contention, die wirbeln natürlich auch die EU immer durcheinander. Und man kann also sagen, dass die Kräfte, die durch den Krieg freigesetzt worden sind, die Partner eben nicht zusammenbringen, sondern sie auseinanderreißen. Und Frankreich guckt sich nach neuen Partnern um in der EU, also da zum Beispiel Griechenland, Italien, Spanien, vielleicht als nächstes Polen und auch außerhalb der EU, also die USA wird auch als Partner anvisiert, natürlich das Vereinigte Königreich, Indien, Australien, einfach deswegen, weil das deutsch-französische Duo nicht mehr in der Lage ist, Führungsimpulse für die EU zu generieren.
Denn auch den EU-Partnern ist aufgefallen, dass beide Länder eine relative Führungsschwäche gezeigt haben, Zögerlichkeiten hinsichtlich der Hilfe für die Ukraine und auch bezüglich Russland. Und da hat Deutschland, besonders in Mittel- und Osteuropa, mit dem langen Leopard 2 zaudernd eindeutig an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Zum letzten Punkt, was noch zu dem Tandem dazugehört, als Gedankengang, es verschiebt sich auch das Gewicht innerhalb der EU Richtung Osten. Also wir hatten ja diese deutsch-französische Aussöhnung als Kernmythos der EU. Und dann hat man im Laufe der letzten Jahre auch gemerkt, dass andere Narrativen Gehör finden wollen, nämlich zum Beispiel eher die mittel- und osteuropäische Überwindung des Kommunismus. Und wenn jetzt es gelingt, diese imperialen russischen Absichten zu vereiteln unter der Führung von Osteuropa und auch Nordosteuropa, hat es durchaus auch das Potenzial, einen neuen EU-Mythos zu schaffen. Also als Konkurrenz zu der Idee, dass Deutsch-Frankreich immer dominiert hier. Also zum letzten Punkt, wie verändert sich die EU unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges? Also haben Sie ja auch erwähnt in der Eingangsdarstellung, dass die NATO wirklich als allein tragfähiger Sicherheitsgarant in Europa bestätigt wurde. Und das zementiert die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten nicht nur im Rahmen der NATO, sondern auch, was zum Beispiel Flüssiggaslieferungen und die massive militärische Unterstützung der Ukraine betrifft. Also nur um einfach die Zahlen zu nennen, Amerika liefert ungefähr fast viermal so viel an militärischen Gütern an die Ukraine wie die europäischen Staaten zusammen. Und es ist auch eine Tatsache, dass einfach auf der Ebene des Kontinents europäische Länder auch mit französischen Atomwaffen hypothetisch genutzt nicht in der Lage sind, eben glaubhaft Abschreckung zu erzeugen. Was die strategische Autonomie betrifft, da kann man sagen, es eilt wirklich, was den Auf- und Ausbau europäischer militärischer Fähigkeiten betrifft. Und da lässt sich eben wirklich auch sagen, dass die europäischen Instrumentarien, die existieren und die geschaffen werden, einfach nicht die kritische Masse entwickeln. Also Sie haben vorhin den PESCO, die Permanent Structured Cooperation, erwähnt, aber auch zum Beispiel der European Defence Fund, der ja 2018 an den Start gegangen ist, oder EDIRPA jetzt, European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act, also auch ein schöner langer Satz mit eine schöne lange Abkürzung. Es fehlt eben an Finanzvolumen, an, wie unser Kanzler sagen würde, am Wumms. Zum anderen ist auch Streit darüber entbrannt, ob nicht auch Nicht-EU-Staaten teilnehmen dürfen an diesen Instrumenten. Denn je länger der Krieg dauert, desto mehr wächst der Druck, dass eben nicht-europäische Munition und Waffensysteme off the shelf gekauft werden, weil man sie einfach benötigt und damit die Gefahr, dass eben die heimische Industrie einfach aus dem Markt gedrängt wird. Und weitere Veränderungen haben auch, also die mit der europäischen strategischen Autonomie zu tun haben, haben auch mit der Erweiterungspolitik und der Nachbarschaftspolitik zu tun. Da lässt sich erkennen, dass mit der Assoziierung, also den Kandidatenstatus, der in Aussicht gestellt wurde für die Ukraine, für Moldau und für Georgien, also mit dem Association Trio, die EU offiziell die von Russland beanspruchte Einflusszone besetzt hat. Und damit wird eben die EU-Assoziierung und Mitgliedschaft Teil eines geopolitischen Imperativs, die Ränder der Europäischen Union vor russischem Einfluss zu schützen und zu stabilisieren. Und damit ist die Idee, dass man erst Vertiefung der EU braucht, bevor man weiter eben erweitern kann, wirklich gestorben. Und der gesamte politische Prozess verändert auch, wie die EU ja existieren wird. Das Zentrum verschiebt sich nach Osten. Die Länder, die dazukommen, auch wenn sie erstmal mehr assoziiert sind, auf dem westlichen Balkan oder im Osten, die schauen nicht mehr unbedingt nach Deutschland oder nach Frankreich. Und um gemeinsame Zielrichtungen zu erzeugen, muss man eben wirklich ständig wechselnde Interessenkoalitionen dann bilden.
Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Also das wären erstmal meine Diskussionsanregungen, die wir natürlich noch mehr entwickeln können und müssen. Und erstmal Dankeschön und zurück an Sie, Herr Professor Dietz. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Möhring. Da war bestimmt einiges dabei, was wir noch kontrovers diskutieren können. Ich würde jetzt aber erst einmal an Herrn Bütin weitergeben. Vielleicht hat er ja auch schon das eine oder andere, wo klar wird, dass er anderer Meinung ist. Schauen wir mal. Vielen Dank, Herr Dietz. Ich bedanke mich bei Ihnen und auch beim Deutsch-Französischen Kulturinstitut für die Gelegenheit, heute mit euch zu reden und auch über den Begriff der europäischen Souveränität im Kontext des russischen Krieges gegen die Ukraine und über die Rolle Frankreich und des deutsch-französischen Motors zu reden. Zuerst möchte ich auch mich entschuldigen. Mein Deutsch ist ja schon ein bisschen veraltert und ich studierte damals in der Schweiz und habe leider kaum Gelegenheit, es zu üben und erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Also ich werde versuchen, nicht zu schnell zu reden. Und ich möchte auch erinnern, dass ich heutzutage im Planungsstab des französischen Außenministeriums tätig bin. Der Planungsstab ist eine Analyseeinheit, die Empfehlungen an das politische Niveau liefern kann. Und diese Empfehlungen können sich auch von denen der Verwaltung oder von der Regierung unterscheiden. Und insofern bin ich eher nicht als Ministeriumssprecher, sondern als werde ich hier meine persönliche Meinung ausdrücken. Und ich möchte hier drei Punkte betonen in dieser kurzen Zusammenfassung. Erster Punkt, im Gegensatz zu dem, was erwartet oder befürchtet wurde, hat Europa, die EU, aber die Europäer generell, geschlossen auf diesen Krieg reagiert. Mit Entschlossenheit gegenüber Russland, und dies gilt für die klare Verurteilung der russischen Aggression und die Verabschiedung von neuen Sanktionspaketen. Und die Europäer reagierten auch mit Solidarität gegenüber der Ukraine im Kampf durch die Waffenlieferung und die Finanzierung dieser Waffenlieferungen durch die sogenannte europäische Friedensfazilität, ohne den russischen Drohungen nachzugeben. Auch mit Solidarität gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen, die auf dem Boden der EU aufgenommen werden. Und natürlich durch die Entscheidung der Ukraine, den Status eines Kandidaten für die Aufnahme in die EU zu verleihen. Schließlich, und das geht über die Ukraine in-house, blieben die Europäer ihrer Vision einer auf dem Recht basierenden internationalen Weltordnung treu. Und so verurteilten sie die russische Aggression und die halfen auch dabei, dass die in der Ukraine begangenen Verbrechen dokumentiert werden konnten, um die Täter künftig vor Gericht gestellt zu stellen. Die EU und die NATO agierten ebenfalls in enger Zusammenarbeit und in einer gemeinsamen Bewegung. Und die Spannungen zwischen den beiden Organisationen hielten sich in Grenzen. Ja, Sie erwähnten früher der Strategic Compass der EU und auch es gab die zwei Monate später der Strategic Concept der NATO und die beiden Dokumente können sich auch zusammen lesen und verknüpft. Die EU mobilisierte ihre Instrumente und an derselben Moment die NATO verstärkte ihre Verteidigung und Abschreckung, um Russland von Aktionen gegen das Territorium des Bündnisses abzuhalten.
So entsandte Frankreich nur wenige Tage nach Kriegsbeginn Streitkräfte nach Rumänien. Es verstärkte seine Präsenz in Estland und es verstärkte seine Mission am Himmel über Litauen und Polen. Die entstandene Ausnahmesituation veranlasste einige Staaten zu mutigen Entscheidungen, um den Status quo zu ändern. Dänemark schloss sich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik an und hob sein Opt-out auf. Und Finnland und Schweden machten sich auf den Weg zur NATO-Mitgliedschaft. All diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, den Ukrainern in ihrem Kampf zu helfen, Russland mit seinem imperialistischen Projekt in die Schranken zu weisen. In diesem Zusammenhang bedauere ich trotzdem zwei Elemente. Erstens, dass weder die Ukraine noch die Europäer oder die USA in der Lage waren, den russischen Präsidenten deutlich genug zu vermitteln, wie hoch die Kosten dieser Krieg für ihn haben würde und dass er scheitern würde. Und zweitens, dass die transatlantische Einheit auf Kosten einer Einheit aller Länder der Welt gegen Rechtsverletzungen ging. Und die Rede The West versus the Rest und die Unklarheiten des sogenannten Global South sollen uns insofern alarmieren. Zweiter Punkt, die Europäer können natürlich und müssen selbst viel mehr tun. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat unsere große Angst von den USA in Sicherheitsfragen gezeigt. Und insofern ist das Projekt der europäischen Souveränität klar nicht erfüllt, sondern eine Baustelle für die Zukunft. Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Begriff der europäischen Souveränität als auch der Begriff der strategischen Autonomie eher etwas Politisches als Juristisches ist und dass es eher relativ als absolut und nicht absolut ist. Die Idee ist natürlich, die Europäer zu bringen, mehr zu tun, mit Partnern, wann immer es möglich ist und allein, wenn immer es notwendig ist. Und insofern müssen wir auch den Kurs der USA berücksichtigen, von der innenpolitischen Lage, aber auch von der Ausrichtung gegenüber China. Die Europäer insofern müssen meiner Meinung nach deshalb mehr Verantwortung annehmen im Rahmen einer ausgewogenen transatlantischen Beziehung. Und das gilt natürlich im Bereich der Verteidigungsindustrie, wie das Frau Möhring erwähnte. Wir stellen euch heute fest, dass unsere Verteidigungsindustrie nicht in der Lage ist, dringende Fähigkeiten, Bedürfnisse zu befriedigen. Und während der Corona-Krise beschlossen wir, alles zu tun, um dringend benötigte Impfstoffe und Gesundheitsausrüstungen, die weder China noch die USA in Krisenzeiten zu liefern bereit waren, selbst zu erstellen. Und eine ähnliche Schlussfolgerung müssen wir auch in Bezug auf unsere Verteidigungsprobleme ziehen. Wir müssen auch bewusst sein, dass die europäische und transatlantische Einheit einige Schwäche aufgezeigt hat. Im Rahmen der EU, wenn ein Mitgliedstaat systematisch eine Sonderstellung einnimmt und die Annahme von Sanktionen oder gemeinsamen Standpunkten behindert. Und im Rahmen der NATO, wenn zwei alliierte Staaten sich weigern, Schweden in die NATO aufzunehmen, obwohl so viel auf dem Spiel steht. Dritter Punkt, Frankreich und Deutschland haben natürlich eine herausragende Rolle bei den Bemühungen, diese europäische Souveränität zu stärken und dazu beizutragen, die Ukraine bis zum Sieg zu unterstützen. In dieser Hinsicht hat es der bilaterale Gipfel im Januar dieses Jahres ermöglicht, gemeinsame Positionen im diplomatischen Bereich zum Ausdruck zu bringen. Und außerdem konnten auch neue Erkenntnisse zu Projekten
wie der künftige Luftkampfsystem FCAS und dem Bodenkampfsystem MGCS bekannt gegeben werden. Mit dem Begriff Zeitenwende, nur wenige Tage nach dem Kriegsbeginn, setzten die deutschen Behörden ein Zeichen und jeder in Paris benutzt dieses deutsche Wort heute. Deutschland hat den Weg für eine neue Anstrengung im Haushaltsbereich geebnet, die sich nun im französischen Militärprogrammgesetz niederschlägt. Das heißt nämlich eine Erhöhung des Budgets um 40% im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Wir müssen aber natürlich aufmerksam sein, dass dieses Gefühl der Dringlichkeit, der Frau Möhring erwähnte, dass wir müssen dieses Gefühl nicht verlieren. Und insofern müssen wir auch zu gewissen Maßen die Schwierigkeit der bestimmten Traditionen und Spaltungen überwinden. Und das ist natürlich etwas schwierig. Ich meine, dass Frankreich und Deutschland haben eine führende Rolle in Europa. So ist es ein sogenannter Motor. Aber wir müssen uns jedoch gemeinsam der Fragen bewusst sein, dass die einige unserer europäischen Partner zu unserer Führungsrolle stellen, generell in der EU, weil sie nicht von zwei Mitgliedstaaten etwas diktiert, etwas soll nicht von diesen Staaten diktiert sein und auch spezifisch über unsere Beziehung zu Russland und unsere Russlandpolitik. Und es geht darum, glaubwürdig zu sein und gleichzeitig zu gegebener Zeit Raum für Diplomatie zu lassen, um sich die Sicherheit der Ukraine und die Sicherheit Europas und seiner Sicherheitsarchitektur zu gewährleisten. Und die Herausforderung der Wiederbewaffnung unserer Streitkräfte sein, sondern auch eine Form der intellektuellen und moralischen Wiederbewaffnung, die eine strategische Konvergenz zwischen Franzosen und Deutschen, aber auch mit unseren anderen europäischen Partnern voraussetzt. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank auch an Sie, Herr Bütter. Wir haben jetzt die Situation, wo unser französischer Gast sehr viel optimistischer, wenn ich das mal so sagen darf, war als jetzt Frau Möhring. Ich habe es ein bisschen ein Problem, Sie als deutschen Gast zu bezeichnen, weil sie ja schon gesagt hat, dass sie in Frankreich lebt, aber Sie haben da sehr viel kritischer das betrachtet. Bevor wir vielleicht zu einigen größeren analytischen Themen auch kommen, eine Frage, die wir Ihnen gestellt hatten, haben Sie jetzt beide nicht beantwortet, nämlich das Verhältnis zwischen Macron und Scholz. Sie haben beide eigentlich eher auf die längerfristigen und strukturellen, also wie das gute Wissenschaftler natürlich auch machen, Aspekte abgehoben, aber sagen wir mal so, ist es nicht, also wenn jetzt Mitterrand und Kohl loszugange wären, würde Deutschland und Frankreich anders reagieren oder sehen Sie das nicht so? Gibt es da irgendwie etwas, was Sie dazu sagen können, zu den Persönlichkeiten? Also ich als negativer Mensch, ich bin eigentlich gar kein negativer Mensch, ich bin eher ein positiver Mensch, aber vielleicht als Realist in dieser Hinsicht, kann wirklich feststellen, dass man, also es ist immer die Debatte auch von Politikwissenschaftlern, was ist wichtiger, die Persönlichkeiten der Menschen, die zusammenkommen und Politik machen oder die Rahmenbedingungen institutioneller Art oder geopolitischer Druck von außen. Also ich würde sagen, dass natürlich Deutschland und Frankreich immer gezwungen sind, sich zusammenzuraufen. Und dass egal, wer jetzt Präsident oder wer Kanzlerin oder Kanzler ist, bis jetzt immer der Druck so groß war, dass auch persönliche Unvereinbarkeiten überwunden wurden. Aber jetzt, glaube ich, kommen eben zwei Sachen zusammen, dass eben diese
die Kräfte eben zentripedisch, also auseinanderreißend und nicht zentrifugal sind und dass auch noch unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen, also wirklich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich meine, wenn man Herrn Olaf Scholz in der Kontinuität von Frau Merkel sieht, also immer nachdenken und bewenden und dann irgendwann mal eine Entscheidung treffen und dagegen dann diesen sehr sprühenden, in alle Richtungen agierenden, aktiven französischen Präsidenten, dann ist es natürlich absolut nicht kompatibel. Also was man erkennen kann, dass zumindest in den diplomatischen Signalen eindeutig von Frankreich Animosität ausgedrückt wird. Also wir erinnern uns nur daran, dass zum Beispiel Herr Olaf Scholz beim letzten Besuch in Paris doch kurz vor dem Élysée-Palast warten gelassen wurde, also ein absolutes No-No. Oder auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als Olaf Scholz gesprochen hat, war einfach Emmanuel Macron nicht da. Und als sie sich auf dem Podium getroffen haben, haben sie sich nicht mal Hallo gesagt. Also ich denke schon, dass das dann nicht so super läuft, wenn ich das mal so ganz flapsig sagen darf. Und dass natürlich unter diesen spannungsreichen globalen Bedingungen das schon eine Rolle spielt. Vielen Dank, Herr Bütte. Wie sehen Sie das? Ja, ich werde die Persönlichkeiten nicht so viel, also ich werde nicht so viele, ich denke nicht, dass die Persönlichkeiten nicht so wichtig sind. Kulturell sind unsere, also die politischen Kulturen beider Länder sind ja sehr unterschiedlich. Die Institutionen auch, die innenpolitischen Lagen auch. Und wir müssen auch betrachten, dass die Situation Deutschland auch mit der Parlamentarismus und die gegenwärtige Koalition schafft auch eine Lage, die sehr unterschiedlich ist für uns und sich mit Frankreich ist. Und insofern ist das natürlich, die beiden Länder fungieren nicht in derselben Art und Weise. Sie haben ja beide in Ihren Eingangsstatements jetzt im Grunde genommen so etwas wie eine engere europäische Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik gesetzt. Also das ist sozusagen, Sie haben das eigentlich gar nicht in Frage gestellt. Und die Frage, wenn ich das mal so provokant sagen darf, ist ja aber doch, warum eigentlich? Also ist es nicht sozusagen, könnte man nicht auch sagen, die NATO ist das, die Sicherheit, militärische Sicherheit gewährleisten soll? Das hat eigentlich über Jahrzehnte während des Kalten Krieges gab es da eine gewisse Arbeitsteilung. Warum brauchen wir denn auch im Angesicht dieses Krieges eine Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis hin zu dem, was Herr Bütte als europäische Souveränität bezeichnet hatte? Könnten wir nicht auch sagen, das macht die NATO? Die ist dafür zuständig, das ist gut so. Fangen wir vielleicht mit Herrn Bütte an, der zuckt schon so. Ja, natürlich. Ich würde was die EU macht, soll was die NATO betrifft, etwas anderes machen. Aber wir müssen wissen, was ist der Kurs der USA, Polarisierung des politischen Lebens in den USA soll uns in gewissermaßen alarmieren. Der ausdrückliche Wille von Donald Trump oder sich von der Ukraine und NATO-Politik der beiden Administrationen zu distanzieren, muss ein Grund für Wahrsamkeit sein.
Und andererseits, angesichts der großen Herausforderung, die China für die USA darstellt, sind schon viele US-Analytiker und auch Politiker der Meinung, dass die Ukraine sowieso eine Art Ausnahme in der Geschichte ist und dass die nicht die Zukunft der USA ist, sondern eine Last. Ja, also der letzte Punkt ist, glaube ich, ein sehr interessanter, aber ich möchte ganz kurz, wenn ich das darf, Frau Möhring noch mal kurz zu Herrn Bütin noch mal fragen, was seinen ersten Punkt belangt. Ich war vor 2 Wochen selbst in Paris und auch dort kam dieses Argument sehr häufig, nicht? Also wir müssen uns ein bisschen von den USA emanzipieren, weil wir haben ja gesehen mit Trump und so, aber das Problem, wenn man das jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, ist ja, dass man auch sagen kann, wir müssen schauen, wie wir so ein bisschen die Balance halten, weil natürlich Frankreich von außen betrachtet jetzt nicht unbedingt nicht polarisiert erscheint. Wenn wir an die Streiks denken, wenn wir an Le Pen denken, wer weiß, ob in ein paar Jahren wir nicht in Frankreich eine Situation haben, wo wir eine rechtsnationale Präsidentin haben, die auch schwierig ist. Ja? Also kann man das Argument, Herr Bütin, nicht auch umdrehen und kann sagen, also Sie reden immer von den Problemen in Amerika, aber wenn wir uns jetzt, sag mal, in den Schoß Frankreichs begeben, ist das nicht auch eine schwierige Geschichte möglicherweise? Was betrifft der innenpolitischen Situation ist eine Sache, auch wenn ich, aber was betrifft die geografische Lage ist klar, dass Frankreich ist in Europa und die USA sind mitten zwischen Europa und China und insofern können wir auch das nicht vergessen. Aber die Polarisierung in den USA, das haben wir schon gesehen. Insofern hören wir auch manche Analysten in Europa, aber auch in Asien, die uns sagen, der Präsident Trump hat die Glaubwürdigkeit der USA und der Sicherheitsgarantie der USA vermindert. Und ja, wir können auch das nicht hören, wenn es uns gefällt, aber zu gewissen Massen müssen wir das auch wahrnehmen und auch dazu reagieren. Und es gibt eine Tendenz in der USA, nicht nur in der Polarisierung zwischen der republikanischen Partei und der demokratischen Partei, aber es gibt diese Tendenz auch in der demokratischen Partei, eine Art, nicht Isolationismus, aber eine Art Restrain-Politik zu haben und insofern nicht so engagiert zu sein. Aber das ist nicht, ich möchte nicht sagen, dass man muss sich von der USA so distanzieren, aber man muss wahrnehmen, dass die USA auch ihren eigenen Kurs haben. Ja, natürlich ist auch schon während Obama der Pivot, ja, Richtung Asien gewandert. Aber Frau Möhring, wie sehen Sie das? Ja, ich denke, dass wir eigentlich mit wahnsinnig viel Kontinuität zu tun haben. Weil wenn wir uns angucken, was die amerikanische Sicherheitsgarantie im Rahmen der NATO betrifft, dann war die auch schon zur Zeit des Kalten Krieges manchmal recht wackelig. Und die europäischen Alliierten haben sich immer Sorgen gemacht, wie weit diese Extended Deterrence, also die erweiterte Abschreckung, tatsächlich funktionieren kann, wenn ein ganzer Atlantik dazwischen liegt. Und würde man wirklich für Hamburg ein Zerstören von Washington akzeptieren? Also diese Fragen waren immer da.
Und die stellen sich eben jetzt mit einem veränderten, leicht veränderten Vorzeichen, Herr Witzer hat es schon herausgestrichen, die auch eine Kontinuität im Prinzip dieses Oszillieren zwischen Isolationismus und wieder messianischem Engagement der Weltpolitik, das gehört natürlich auch zum amerikanischen Spektrum, aber aktuell stehen eben die Zeiten wirklich darauf, dass Amerika zumindest einen heftigen Tribut fordern wird für das weitere Engagement in Europa. Und deswegen wahrscheinlich auch ein Konzentrieren von vielen, vielen europäischen Alliierten im Rahmen der NATO und im Rahmen der EU auf die NATO. Und die Vorstellung, dass man vielleicht es schaffen kann, eine glaubwürdige Konstellation zu erzeugen, indem man sagt, amerikanische Investitionen bleiben erhalten, wenn die europäischen Partner und Alliierten auch zeigen, dass sie wirklich daran arbeiten, dass sie glaubwürdige Partner sind im Rahmen des Atlantischen Bündnisses und gleichzeitig eben versuchen, im Rahmen der EU an Autonomie zu arbeiten. Und da kommen wir eben auch auf dieses schwierige Spannungsverhältnis, weil die USA und Europa waren niemals nur Alliierte, die waren auch immer Konkurrenten, was zum Beispiel wirtschaftliche Projekte, Erfindungen, technische Dominanz und so weiter betrifft. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten immer versuchen, auch technische Entwicklungen in Europa in eine bestimmte Richtung zu leiten. Und nicht umsonst werden die Telefone, Mobiltelefone von deutschen Kanzlerinnen abgehört. Also dass alles so wundervoll ist in diesem Verhältnis, ist natürlich nie der Fall gewesen. Also wir sind Alliierten und wir sind natürlich in diesem Systemkonflikt zwischen westlicher Welt, wie es Herr Putin sagt, der globale Westen und die autoritären Staaten, gehören wir natürlich in ein Camp, das ist gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist dieses Camp auch durch große Widersprüche gezeichnet, innenpolitisch. Und das kann man im Prinzip von allen europäischen Staaten sagen, dass wir darum ringen, tragbare Mehrheit zu erzeugen, Konsens zu erzeugen. Es gibt wahnsinnig viele soziale Konflikte, die ausgetragen werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf nicht nur europäische Projekte, sondern auch auf die transatlantische Partnerschaft. Ja, vielleicht machen wir noch eine kurze Runde. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im beiden Rund bitten, wenn Sie Fragen haben, Sie können gerne sich zuschalten, indem Sie unten bei Zoom auf diesen Reaktionen-Button gehen und dort steht Hand heben und dann tauchen Sie bei mir hier gleich vorne auf und dann kann ich Sie aufrufen und Sie können dann gerne direkt die Frage stellen oder aber Sie können den Chat benutzen und dort Ihre Frage kundtun. Gabriele Abels hat sich bereit erklärt, den Chat zu beobachten und wird dann die Fragen entsprechend hier in die Runde geben. Also entweder Hand heben oder den Chat nutzen. Und machen Sie es nicht so wie die Studierenden immer, die auf die letzten 5 Minuten warten, sondern stellen Sie Ihre Fragen gleich. Und vielleicht kann ich dann unsere beiden Gäste der Abschluss der internen Runde, vielleicht nach einer Einschätzung noch fragen. Wir reden ja von ukrainischem Sieg und einem Ende des Krieges und so weiter, aber nach all dem, was uns die Expertinnen auch sagen und wie ich das auch selbst einschätzen würde, ist ja die wahrscheinlichste Variante, dass dieser Krieg noch relativ lange andauern wird und vermutlich auch es nicht zu einer vollständigen Befreiung der besetzten ukrainischen Gebiete kommen wird, von der Krim mal ganz zu schweigen. Wenn wir von so einem Szenario ausgehen, was würden Sie denn da als Konsequenzen für Europa sehen? Also im Moment unterhalten wir uns immer noch so, als ob unsere Unterstützung der Ukraine zu einem mittelfristigen, jedenfalls Rausschmeißen der russischen Truppen führen würde. Da könnte man jetzt aber auch Zweifel haben, ob das dann so ist. Was
Wie wird Europa da reagieren? Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, Frau Möhring? Also ich glaube, Europa, wenn man das mal so sagen kann, also ich weiß es zumindest von Deutschland, fürchtet sich vor zwei Dingen. Das eine ist eben die immer wieder von Herrn Putin sehr erfolgreich benutzte atomare Karte, die gespielt wird, um Angst und Schrecken zu erzeugen, und auch vor diesem Szenario des Auseinanderbrechens der Russischen Föderation. Und zu beiden kann ich eigentlich sagen, man soll sich nicht einschüchtern lassen. Also die Franzosen, die eben mehr Erfahrung haben aufgrund der Tatsache, dass sie eben ein Nuklearstaat sind, die können eben diese Rhetorik auch besser einschätzen. Wir sollten uns da auch kundig machen in diesem Bereich. Es ist klar, dass diese koerzitive Strategie weiter benutzt werden wird, also nicht einknicken. Und was das Auseinanderbrechen der Russischen Föderation betrifft, es handelt sich ja in der Tat um ein imperiales, koloniales Konstrukt. Es gibt innerhalb der Russischen Föderation auch Völker, die darauf hoffen, dass der russische Zentralstaat zumindest an Macht verliert. Und es ist auch eine Tatsache, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem autoritären Verhalten und der Existenz von Russland und diesem Konstrukt als Föderation. Also meine Reaktion wäre zu sagen, man sollte nicht den Fehler begehen, der Ukraine gerade so viel wie möglich Waffen zu liefern, damit sie gerade so über die Runden kommt, sondern man sollte wirklich ernsthaft militärisch unterstützen. Und so weit als möglich, weil man weiß natürlich nie, wie der Krieg weitergehen wird, auf die maximalen Ziele der Wiederherstellung der territorialen Integrität dienen. Weil nur ein wirklicher militärischer, sagen wir mal, eine Niederlage wird dieses Regime schwächen können. Bis jetzt geht Herr Putin immer noch davon aus, dass er auf Zeit spielen kann, dass er Europa einschüchtern kann, dass die Koalition zusammenbrechen, weil es war ja wirklich ein Wunder, dass wir es geschafft haben, wie Herr Boutin gesagt hat, alle zusammenzubringen, geschlossen zu stehen. Und das wird die große Herausforderung sein, nicht einzuknicken und sich nicht einschüchtern zu lassen. Herr Boutin, was sagt Ihre Glaskugel? Wie bitte? Was sagt Ihre Glaskugel, mit der Sie jetzt in die Zukunft schauen? Was betrifft die Aktionen, die wir zusammen als Franzosen, als Deutschen, als Europäer machen sollen, ja, ist es klar, dass wir müssen die Ukraine unterstützen bis zur Musik. Dann, was betrifft die Chronologie und wie lange wird dieser Krieg dauern, ja, würde ich auch, meine Arbeit ist auch, die vielfältige Situationen zu betrachten. Wenn es dieser Krieg tatsächlich fing im Jahre 2014 an und es ist schon lange her, und wir müssen auch sowieso planen, dass dieser Krieg noch lange Monate, möglicherweise auch Jahre dauern kann. Ja. Ja, ich sehe noch keine Hände und auch noch niemanden im Chat. Vielleicht machen wir noch eine provokante Frage, dann noch gar keine provokante, sondern eher eine Frage, wo ich noch gerne Ihre Einschätzung hätte. Soll die Ukraine EU-Mitglied werden und unter welchen Bedingungen? Wer möchte zuerst? Herr Butte. Ja, ich kann das natürlich das einfach schon beantworten. Also die Entscheidung war schon genommen, die Ukraine in der EU künftig zu annehmen. Dann wir wissen, dass jeder Staat muss einige Bedingungen erfüllen und
im Fall der Ukraine gibt es auch Bedingungen, die nicht rein politisch oder geopolitisch sind. Ich weiß es nicht, ob es nur bei mir ist. Herr Bütter, können Sie die letzten drei Sätze noch einmal wiederholen? Wir haben Sie gerade verloren. Ah, Entschuldigung. Ja, natürlich wollte ich sagen, dass die Entscheidung schon angenommen wurde, die in der EU anzunehmen. Und das heißt aber auch, einige Bedingungen zu erfüllen. Und dafür gibt es natürlich einen Pfad, um Reformen auch intern zu machen. Frau Möhring? Ja, das wird eine riesige Herausforderung sein, weil eben aufgrund der Größe und die Zerstörung, die dieses Land gerade erlebt, werden natürlich auch ungeheure Folgekosten haben werden, um einfach ein normales Leben wieder ermöglichen zu können in der Ukraine. Also all diese Schwierigkeiten sind zu bedenken. Es kommt noch hinzu, dass die Ukraine eine absolut aktive und vitale Zivilgesellschaft hat, die wir jetzt ja auch in Aktion leben, die sehr resilient ist und die es schafft, eben unter schwierigsten Bedingungen weiter zu existieren. Aber was in der Vergangenheit ganz deutlich war, war eben die sehr dysfunktionalen staatlichen Strukturen. Und die Frage ist eben, was aus diesem Krieg herauskommen wird. Weiter die Zivilgesellschaft wird sicher gestärkt sein. Weiterhin würde ich sagen, auch dass das Amt des Präsidenten gestärkt aus dem Krieg hervorgeht. Und jetzt ist eben ein kritischer Punkt auch, wo die parlamentarische Demokratie wieder auch ihr Recht fordert. Also man hat es jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel die über Korruptionsskandale berichtet wurde, die direkt die Armee betreffen, also dass Kontrollfunktionen auch während des Kriegsgeschehens stattfinden. Aber es wird eben zum Beispiel auch von Oppositionspolitikern bemängelt, dass zum Beispiel der Präsident in der Ukraine sehr wenig mit anderen Parteien spricht und sich abspricht. Also ich glaube, es wird schwierig werden, von einer Kriegssituation wieder zurück in eine politische Normalität zu kommen. Und die Erwartungen werden sehr hoch sein an die Institutionen. Und aber die Dysfunktionalitäten, die eben auch schon vor dem Kriegsbeginn vorhanden waren, also Herr Bieter hat ja schon gesagt, dass der Krieg seit 2014 andauert, die sind natürlich nicht magisch aus dem Weg geräumt. Also es wird sehr, sehr große Herausforderungen geben, eben die Integritätsstrukturen aufzubauen, die ja notwendig sind, um auch europäische Fonds sicher an den Mann und die Frau zu bringen. Und wir können es eben nur hoffen, dass die Zivilgesellschaft in der Lage ist, zusammen mit der Europäischen Union diese Kontrollfunktion dann auch auszuüben. Wäre es nicht, ich sehe, es ist eine Frage im Chat, aber trotzdem nur mal eine Nachfrage, wäre es nicht sinnvoller, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auch im Rahmen eines Nachkriegs, einer Neuordnung in den Nachkriegs-Europa sozusagen zu überlassen? Also präjudiziert nicht sozusagen dieses Commitment zur Mitgliedschaft eine mögliche europäische Sicherheitsarchitektur? Das ist, glaube ich, sehr schwierig politisch verkaufbar, weil die Ukrainer haben ja diesen Krieg geführt, um Teil Europas zu werden. Und sie haben ihr Blut vergossen. Und im Verständnis der Ukraine und nicht nur im Verständnis der Ukrainer kämpft gerade die Ukraine für die Zukunft Europas. Zum einen durch das klare Votum, das sie für eine europäische Zukunft ausgesprochen hat. Zum anderen, weil sie eben physisch eine Bedrohung Europas konfrontiert und, wenn wir Glück haben, dauerhaft auch so sehr schwächt, dass es eben keine weitere Bedrohung für Europa darstellt. Und ich glaube, dieses politische Gewicht von diesen Tatsachen ist so stark, dass man auf keinen Fall da noch irgendwie handeln kann. Also ich könnte mir jetzt jedenfalls nicht vorstellen. Ich sehe die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, auch für das Gewicht, die Verteilung des politischen Gewichts innerhalb der Europäischen Union, das Funktionieren der Institutionen. Aber ich glaube,
so wie mit dem Erweiterungsprozess, was ich schon angedeutet habe in meinen Punkten, sind wir so weit vorangegangen, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass man das noch einfach als Verhandlungsmasse betrachten kann. So, jetzt könnten wir das noch endlos weiter diskutieren, aber der Chat explodiert und ich gebe jetzt an Gabriele Abels. Ja, es gibt jetzt verschiedene Fragen im Chat, die sich alle auf die weitere Sicherheitsarchitektur beziehen. Das eine ist die Frage auf der internationalen Ebene, welche Rolle denn dem UN-Sicherheitsrat dann noch zukommen soll, ob er zumindest die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, welche Aussichten bestehen dafür? Und dann sind es weitere Fragen, die sich nochmal auf die Ausrichtung zwischen EU und NATO ausrichten, inwieweit es hier auch da nochmal eine Stärkung der europäischen Seite der NATO braucht und auch die Möglichkeit einer europäischen Armee, in die sich dann auch Frankreich hier eingliedern könnte. Das sind so die ersten Fragen, bitte. Ja, vielleicht gehen wir das doch mal erstmal an, Herrn Bütin, weil die Frage nach der Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips ist ja auch eine Frage nach der Abschaffung des französischen Vetos und auch die Frage, inwieweit sich Frankreich in eine europäische Armee eingliedern könne, verstehe ich jetzt mal so, als ob da jemand vielleicht skeptisch wäre, was die Sonderstellung Frankreichs anbelangt. Herr Bütin, wollen Sie darauf vielleicht antworten? Ja, was betrifft das Einstimmigkeitsprinzip, geht es um den UN-Sicherheitsrat? Genau. Meiner Meinung nach gibt es im Sicherheitsrat keine Einstimmigkeitsprinzip, sondern ein Mehrheitsprinzip mit Vetorecht. Und insofern gab es schon vor gut 4 oder 5 Jahren eine Initiative, französisch-mexikanische Initiative, um das Vetorecht im Falle von Verbrechen gegen Massen nicht mehr zu üben. Aber leider sind die Institutionen der UN die Institutionen, die wir haben und in denen Russland natürlich von diesem Vetorecht profitiert, auch um die Effektivität der Organisation gewissermaßen zu vermindern. Und insofern müssen wir gemeinsam nachdenken, was die Rolle der UN in diesem Rahmen ist. Und der UN-Sicherheitsrat blockiert wurde oder fast, war die Generalversammlung in der Lage, die russische Aggression zu beurteilen und der UN-Generalsekretär konnte sich auch sehr deutlich gegen diese Verletzung der internationalen Legalität äußern. Und insofern können wir schon politische Initiative nehmen, aber wir müssen auch wissen, dass es nicht so einfach ist und dass natürlich in diesem Rahmen wir müssen machen mit den Institutionen, die existieren. Wenn es kommt um die Idee der die zwei weiteren Fragen der über die Rolle der NATO und über die europäische Armee, ich denke, die Europäer haben nicht das Luxus, um verschiedene Orientationen zu haben. Wir haben jedes Land in Europa hat seine Streitkräfte, die zur Verfügung der NATO oder zur Verfügung der EU gestellt sein können. Und der Stichwort meiner Meinung nach ist klar Interoperabilität.
Das heißt, die Möglichkeit für die Streitkräfte zusammenzuarbeiten, zusammen auch in extreme Situationen, auch im Kampf zu kooperieren. Und die europäische Armee gilt meiner Meinung nach als wahrscheinlich als Ziel, aber wahrscheinlich nicht für diese Generation, sondern für die nächste. Das heißt, dass die, solange dass die der dass unsere verschiedene Demokratie die Entscheidung für das Leben der Soldaten und der Soldatinnen nimmt, dann ist es schwierig, eine Art echte, integrierte, unike Streitkräfte zu denken. Aber die Kooperation kann ja weitergehen. Frau Möhring, wie sehen Sie das? Mich hätte das vielleicht auch interessiert vor dem Hintergrund, dass Sie ja selber in Ihrer Eingangsanalyse darauf abgehoben haben, dass die Europäische Union der Zukunft möglicherweise eine andere Europäische Union ist als die heutige. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dass es also komplexer wird und größer und sozusagen unterschiedliche Auffassungen dann auch stärker, noch stärker als das heute schon der Fall ist, aufeinander treffen. Unter solchen Umständen ist doch so etwas wie eine europäische Armee kaum noch denkbar, oder? Ja, es ist vor allem aus juristischer Hinsicht schwer vorstellbar, weil es geht ja um nationale Souveränität, die in diesem Fall auch delegiert wird auf europäische Ebene. Und alles, was mit nationaler Sicherheit zu tun hat, da sehen wir, dass es sehr große Schwierigkeiten gibt, das europäische Prinzip darauf anzuwenden. Und nicht umsonst ist ja die NATO ein Erfolgskonzept, weil eben da die Entscheidungen nicht mit irgendwie Mehrheitsprinzip oder Einstimmigkeitsprinzip gefällt werden, sondern eben durch einen Konsens. Also wenn Konsens erzeugt werden kann, dann ist Handlungsfähigkeit und ansonsten eben nicht. Das scheint offensichtlich die meisten Länder zumindest zu beruhigen oder zumindest zu befriedigen. Und das scheint wohl, also die Frage ist, wie soll unsere Sicherheitsarchitektur nachgedacht werden? Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt angucken, was Frankreich in seiner neuesten Sicherheitsreview geschrieben hat, also eine Anpassung auf die aktuellen geopolitischen Bedingungen. Und da fällt auf, dass unter den Zielen von Frankreich die Atlantische Allianz noch vor der Europäischen Union steht. Also es scheint wohl so zu sein, dass Frankreich sich zumindest das Ziel gesteckt hat, das ist ja schon auch eine historische Kontinuität, im Rahmen der NATO auch einen wichtigen Platz einzunehmen. Also wir erinnern uns, dass warum Frankreich aus der militärischen Konstellation der NATO ausgestiegen wird, war auch zum Teil eben das Fehlschlagen des Versuchs, so eine Art Direktorium einzurichten zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich innerhalb der NATO. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art, das wurde auch schon vorher diskutiert, so eine Art europäischer Pfeiler im Rahmen der NATO existieren könnte, wo eben mehr Verantwortung und ja sehr viel mehr Verantwortung an die europäischen Alliierten übergeben wird. Und dass man aber langfristig tatsächlich über diese Frage der europäischen Abschränkung nachdenken muss. Und bis jetzt ist es eben nicht möglich, weil es passt nicht zur französischen Nukleardoktrin und die Fähigkeiten, die vorhanden sind an Vektoren der französischen Atombomben, wirken auch nicht kredibel genug. Also es müsste im Prinzip ein sehr großes Invest stattfinden, um auf europäischer Ebene die amerikanische Sicherheitsgarantie nachzubauen oder zumindest ein komparables Konstrukt zu erzeugen. Weil in der Rahmen der NATO gibt es natürlich auch ganz spezifische institutionelle Bedingungen, die geschaffen wurden über lange Jahre hinweg, wie eben Alliierten an Entscheidungsfindung beteiligt werden und auch an dieser nuklearen Abschreckung teilnehmen. Also es ist schon sehr diffizil, das zu ersetzen.
Und deswegen in diesen turbulenten Zeiten kann man sich vorstellen, dass zuerst einmal die NATO verstärkt wird und dass aber auch gleichzeitig die im Rahmen der EU existierenden Fähigkeiten und auch die komplementären Fähigkeiten, da hat ja auch Herr Bizan darauf hingewiesen, dass die NATO und die EU sehr gut zusammengearbeitet haben und arbeiten in der Krise. Also es gibt ganze Bereiche, in denen die EU sehr wichtig ist, also was eben Resilienz, Aufbau von auch kompetenter und funktionierender Verteidigungsindustrie, Technologie und Wissenschaft, soziale Resilienz, Cyber, das sind alles Themen, die die EU abdeckt und die im Rahmen der NATO fehlen. Also ich glaube, was eine ganz wichtige Lektion aus dem russischen Angriffskrieg ist, eben sich zu vergegenwärtigen, dass die Konfrontation schon seit langer Zeit stattfindet und eben auf nicht militärischen Mitteln hauptsächlich. Und dass wir bis jetzt nicht sehr effizient waren und auch nicht das gesehen haben, diese Bedrohung, die von diesen Bereichen von Russland ausgeht. Also da hat die EU eine wahnsinnig wichtige Rolle zu spielen und die Komplementarität zwischen beiden Organisationen kann man hier nur unterstreichen. Darf ich ganz kurz nochmal Herrn Boutin im Nachgang jetzt sozusagen ein bisschen pushen und ihn fragen, wäre aus Ihrer Sicht irgendwann in der Zukunft Frankreich tatsächlich bereit, seine Sonderstellung, seine eigene Souveränität auch, ja, und das heißt auch nukleare Souveränität, aufzugeben im Sinne einer europäischen Armee? Also natürlich ist das eine Entscheidung, die dem französischen Behörden und auch wahrscheinlich auch dem französischen Souverän im Sinne der Nationalversammlung und so weiter beantworten kann. In der französischen Verfassung ist ja klar gestellt, dass Frankreich ist bereit, Teile ihrer Souveränität an der EU-Ebene weiterzugeben, wenn dies einige Sachen ermöglicht und natürlich, wenn die anderen das ermöglichen. Also prinzipiell kann das nicht, gibt es keine Schwierigkeit, dass ich theoretische Schwierigkeit, dass ich sehe. Natürlich ist das, es kommt darauf an, was die anderen Länder betrifft. Es kommt darauf an, was die, wie würde ich sagen, dass die Maturität, dass unsere Länder, was betrifft die Konvergenz, also diese strategische Konvergenz, die ich erwähne, sind wir bereit, das zu machen? Und insofern ist das nicht nur, ich sehe ein Interesse in dieser Debatte, wenn wir nicht nur Frage stellen, sondern was für einen Weg zu diesem Punkt vorschlagen. Und Frau Möhring sprach über die beispielsweise über die Kapazität Frankreichs zum Thema atomare Abschreckung. Der französische Staatspräsident erwähnte in 2020 und nochmal in München vor 2 Monaten einen Dialog mit den mit diejenigen Länder in der EU, in der mit diejenigen europäischen Länder, die das wollten, einen Dialog anzufangen. Das heißt nicht, dass wir wissen, was darauf kommt. Aber was ist mir wichtig, ist, dass wir diese gemeinsame Zusammenarbeit, gemeinsame Verständnis haben, um weitere Elemente nachzudenken. Vielen Dank. Es sind nun weitere Fragen im Chat aufgetaucht. Eine von Gabriele Abel selbst und noch 2 andere. Aber Gabi, ich überlasse das dir, wie du das jetzt auswählst.
Ja, also das sind die Nachfragen, die es zu diesem Sicherheitspolitischen gibt, nämlich welche Rolle denn da auch die Sondervermögen spielen, ob die eher für eine Annäherung oder für ein Konkurrenzverhältnis sprechen und ob man sich das auf die Dauer, diese militärischen Kosten, denn eigentlich dann noch leisten kann. Und ich würde damit meine eigene Frage verbinden, weil das letztlich ja immer die Frage ist, wie lange halten die Gesellschaften das auch durch? Und deshalb würde ich gerne auch nochmal eine Einschätzung von Ihnen haben, wie Sie die auch die Stimmung in der französischen Öffentlichkeit wahrnehmen, angesichts dessen, dass wir ja im Parlament nach den Wahlen eine extreme Polarisierung haben und sowohl die Rechte als auch die Linke ja in der Vergangenheit durch eher Putin-freundliche Haltungen aufgefallen ist. Also insofern zu diesen beiden Bündeln gibt es hier die Fragen. Danke. Ja, vielen Dank, Gabi. Frau Möhring, können Sie vielleicht erst mal was zum Sondervermögen sagen und dann springen wir vielleicht Herrn Bütin rein und dann können Sie, Frau Möhring, noch mal darauf antworten, was Ihre Einschätzung, was die gesellschaftliche Spaltung anbelangt, ist. Also ich glaube, was Frankreich auch Deutschland vorwirft, ist die Tatsache, dass das Sondervermögen erstmal für Projekte ausgegeben wird, wo natürlich enorme Kapazitätslücken in Deutschland bestehen und wo auch ein Bedarf im Rahmen der NATO besteht. Also ich denke gerade an die nukleare Teilhabe und das Kampfflugzeug, das eben notwendigerweise amerikanische Atomwaffen unten dran klipsen muss. Nun kostet diese F-35 nun sehr viel Geld. Wenn man sich vorstellt, dass dann noch andere Sachen auch off the shelf von Amerikanern gekauft wird, um eben möglichst schnell die Kapazitäten der Bundeswehr auszustaffieren, was ja wirklich eine Notwendigkeit darstellt, dann wirkt es natürlich eher nicht als freundlicher Akt. Und das weitere Themengebiet haben wir ja auch schon angesprochen, diese Raketen- und Luftabwehr, die eben hauptsächlich oder ausschließlich mit deutscher und amerikanisch-israelischer Komponente zusammengebastelt werden soll. Ist ja auch ein recht feindlicher Akt, wenn man sich überlegt, dass zumindest für die zweite Komponente Frankreich ein wundervolles und auch noch preiswerteres System im Angebot hat. Das berühmte Mamba-System. Und da muss man eben feststellen, dass doch im Rüstungsbereich trotz kooperative Projekte, die immer auch auf politischem Niveau sehr hoch gehängt werden, doch ihre eigenen Ziele und eigenen Strategien verfolgen. Und was Frankreich betrifft, ist eben Rüstung und Rüstungsexport wahnsinnig wichtig als Komponente der nationalen Autonomie. Und im deutschen Bereich würde ich sagen, eher weniger strategisch wichtig. Aber wenn man jetzt eben sieht, diese Entscheidung, jeder Euro, der ausgegeben wird, hat im Prinzip eine Konsequenz für die Welt, in der wir in Zukunft leben werden. Und das linkt so ein bisschen zu der Frage von Frau Abels, wie lange können das die Gesellschaften aushalten? Da kann man natürlich sagen, ja, die Ausgaben, die wir jetzt nachholen, das hat damit zu tun, dass wir eben 30 Jahre nichts ausgegeben haben oder relativ wenig für Militär und dass es jetzt leider eben notwendig ist, das wieder zu kompensieren. Auf der anderen Seite sind natürlich, wenn man es in Europa ausgeben würde, diese Euros auch in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen und Technologie zu fördern und für die Zukunft etwas ein Souveränitätselement zu konstituieren. Also es ist nicht nur Ausgaben, sondern eben auch eine Investition in die Zukunft. Ja, vielen Dank. Frau Möhring hat ja jetzt die französische Sicht auf das Sondervermögen schon relativ gut zusammengefasst, denke ich. Herr Bütin, was ist denn jetzt auch mit Frankreich? Da ist ja die Frage tatsächlich, kann Frankreich sich die Kosten überhaupt leisten? Die Technik ist teuer und da steht dann da so schön im Chat, Napoleon ist lange vorbei. Wie schätzen Sie das ein? Ja, strategisch müssen wir wahrnehmen, dass dieser Krieg in der Ukraine zeigt,
dass wir viel mehr tun machen müssen. Und das heißt auch, wenn wir Waffen an die Ukraine liefern wollen, müssen wir diese Waffen haben. Wenn wir eine gewisse Abschrecken gegenüber Russland haben möchten, dann müssen wir unsere Verteidigungspostur gegenüber Russland verstärken. Und das heißt nämlich, dass alle europäischen Länder viel mehr tun und machen sollen. Und das ist nicht etwas Neues. Die Fähigkeiten, die heute uns fehlen, sind schon vor Jahren gekannt. Aber wir müssen viel mehr machen. Ich denke, es ist eine politische Entscheidung, die nicht einfach ist, wenn wir uns sagen, ob wir diese militärische Haushalt leisten können und nicht beispielsweise im weiß ich nicht, im Gesundheitssystem oder sowas fragen. Das sind echte politische Fragen im höchsten Sinne. Wir, also aus französischer Seite sind wir die Erhöhung des Budgets aus Seite Deutschland als etwas Gutes. Dasselbe für die anderen europäischen Länder. Ich würde sagen, dass es zwei oder drei Risikos gibt. Insofern, wenn diese Budget wenn die Erhöhungen des Budgets nicht koordiniert werden und wenn man beispielsweise das Geld so schnell wie möglich spenden möchte, dann ist das nicht effizient. Und was kommt darauf, was wir erwarten konnten. Und insofern, es wird schwierige Zeiten geben, weil in der Vergangenheit die Rüstungszusammenarbeit multinational war immer von der Geringheit der Ressourcen gedrängt. Jetzt gibt es viel mehr Ressourcen und der Incentive, um mehr zusammenzumachen, ist ja nicht klarer. Und natürlich gibt es auch dieses Risiko, wenn man dieses Geld benutzt, um Fähigkeiten off the shelf zu kaufen und nicht und benennt nicht die strategische Option, eine Verteidigungsindustrie selbst in Europa weiterzuentwickeln. Das würde man sagen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bitter. Wir müssen jetzt leider schon zum Schluss kommen und ich würde gerne Gabriele Abels Frage noch einmal in die Runde werfen und Herrn Bitter vielleicht bitten, dass Sie darauf noch kurz eingehen und dann Frau Möhring vielleicht auch mit Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit. Die Frage war ja, wie die Stimmung in der französischen Öffentlichkeit ist, wie unumstritten die Unterstützung für die Ukraine ist, gerade angesichts der traditionell engen Verbindungen von rechts und links mit Russland und Putin. Ja, eine Art politische Debatte über diese Themen gab es nicht kaum, aber es gab keine heftige politische Diskussion zu diesem Thema. Und wenn man die Franzosen fragt, ob sie Putin als ein Mann eher positiv sehen oder nicht,
Ist das jetzt also weniger als 9% der befragten Franzosen, die sagten, ja, wir sehen die Aktion Putins als etwas Positives? Und insofern haben wir auch nicht heftige Debatte in der Nationalversammlung zu diesem Thema gesehen. Es gab über anderen Themen heftige Diskussionen, aber über diesem Thema ja wenig. Ich würde sagen, dass die natürlich wird, kann Frau Möhring dazu seine ihre Meinung äußern, als sie auch die französische Debatte ansieht. Frau Möhring, der Ball ist bei Ihnen. Ja, ich frage mich, wo ich anfange, ob ich noch was schnell zu Frankreich sage. Also generell ist es interessant, dass in beiden Ländern gibt es ja Einflusskanäle von Russland, ob das jetzt in der Industrie, in der intellektuellen Öffentlichkeit, in politischen Parteien oder auch in der universitären Landschaft sein mag. Auf jeden Fall ist es erstaunlich, dass der Konsens der Öffentlichkeit hält und dass auch die Stimmungsmache gegen die EU und seitens Russland, also diese defätistischen Bemerkungen über das Europa den Bach runtergeht und einfach nur noch, dass da nichts eben draus werden kann. Also ich glaube, dass die EU und die europäischen Gemeinschaften, Gesellschaften doch Herrn Putin sehr viel, wie man auf Französisch sagen würde, viel Retorte gibt. Also ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass wir das hinkriegen, diesen Konsens zu erstellen, der Unterstützung der Ukraine und ihn auch aufrechtzuerhalten. Und das ist wirklich, kann man auch noch einmal sagen, ist eine. Worum geht es da? Warum ist es wichtig? Und ich glaube, diese Nachrichten werden gehört, dass die Ukraine Teil von Europa ist und dass wir es uns nicht erlauben können, dass Russland diesen Krieg gewinnt und dass er eben auch auf lange Dauer gekämpft werden muss und dass es danach auch noch weitergeht. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist vorhanden und das ist ein riesiger Erfolg. Was natürlich die Sache nicht einfacher macht. Also ich denke an Deutschland, ich denke vor allem an die finanziellen Belastungen, die an die Kommunen gestellt sind durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Und ich glaube, das ist ein Gebiet, das man nicht unterschätzen sollte. Also dass einfach die Kapazität und die finanziellen Belastungen, die Kapazitäten sind nicht unbegrenzt und die finanziellen Belastungen sind sehr hoch. Und es ist die Frage eben, ob die Bundesregierung in der Lage ist, diese Stimmen aus den Kommunen zu hören und auch darauf zu reagieren. Und es wird sicher auch im Rahmen der französischen heftigen Diskussionen im Parlament und auf der Straße der russische Versuch gestartet werden, auch diesen Dissens weiter zu polarisieren. Und da müssen wir eben auch aufpassen, wie es da weitergeht. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind leider am Ende dieser Veranstaltung angelangt. Und ich sage mit vollem Herzen leider, weil das wirklich eine sehr interessante Diskussion war. Und ich denke, es gäbe jetzt viele Punkte, die wir noch sehr lange vertiefen könnten. Vielen Dank, Frau Möhring, vielen Dank, Herr Bütte, dass Sie heute Abend sich für uns Zeit genommen haben und doch sehr offen und bereitwillig die Fragen auch beantwortet haben. Ich denke, es ist in der Tat so, dass noch große Herausforderungen auf Deutschland und Frankreich und die Europäische Union insgesamt zukommen werden. Ich hoffe einmal für uns alle, dass am Ende es wieder Champagner gibt und nicht Cola Light beim nächsten Gipfel. Vielen herzlichen Dank. Danke auch an Gabriele Abels, die das Ganze ja organisiert hat und mich gebeten hat, das zu moderieren. Und ich würde jetzt, nachdem sie ihre Kamera wieder eingeschaltet hat, nehme ich fast an, sie möchte vielleicht abschließend noch ein paar Worte sagen.
von mir schon einmal einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ja. Ich will mich deinem Dank an Frau Möhring und an Herrn Boutin natürlich anschließen. Eine sehr, sehr spannende Diskussion und will auch dir, Thomas, nochmal ganz herzlich für die wunderbare Moderation danken und möchte es aber auch eben nicht versäumen, nochmal auf die nächste Veranstaltung, die das Institut Culturel Franco-Allemand mitplant, hinzuweisen. In 4 Wochen ist eine Diskussion geplant, die sich dann eher mit der innenpolitischen Diskussion, mit dem Reformbedarf unter dieser Perspektive auf dem Weg in die 6. Republik, was gibt es an Reformbedarfen und Notwendigkeiten in Frankreich? Das wird das Thema sein. Wir werden darüber dann vorher entsprechend informieren, Werbung machen und würden uns natürlich freuen, wenn viele sich dann auch für dieses Thema interessieren werden. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann mit diesem Krieg ein bisschen weiter. Die ersten deutschen Panzer sind heute in der Ukraine angekommen, war vorhin die Push-Nachricht, die aufs Smartphone kam. Ja, dann wünsche ich allen erst nochmal einen schönen Abend und bleiben Sie gesund und munter. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend. Ja, danke schön, Frau Möhring. Danke, Herr Boutin.